Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Mevindo. Heute wird es darum gehen, diese Zeitbeschränkung hier zu knacken. Ja, ich habe das jetzt schon modifiziert und von daher ist das jetzt etwas ungünstig. Egal, ich erkläre erstmal die Vorgehensweise. Das heißt, wir wollen diesen Zeitspann-Dingens da aus, ja, blocken. Das heißt, wir wollen dieses Free Download hier zum Beispiel, das ist ja jetzt noch ja, wie soll ich sagen, inaktiv. Aber ich habe das hier bereits modifiziert, das heißt, es geht wesentlich schneller im Moment. Aber also für die Vorgehensweise, und jetzt ist es dann aktiv, jetzt nach der Zeitspanne. Also dann machen wir Seiten Quelltext anzeigen. Also rechte Maustaste und dann Seiten Quelltext anzeigen. Dann gehen wir auf Datei, Speichern unter. Und ich nenne das Ganze jetzt mal Hacking. Das Ganze wird jetzt gezeigt an freakshare.com. Ja, aber das dürfte ungefähr bei anderen Diensten auch so ablaufen. Dann öffnen wir das mal mit Bearbeiten. Dann kriegen wir den schönen, sehr übersichtlichen Editor von Microsoft. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, kann ich nicht mit gut arbeiten, deswegen verwende ich hier Notepad++. Ein Umsonstprogramm, das einfach sehr, sehr viele Dinge unterstützt. Also es ist schon gleich sehr viel ordentlicher. Ja. Okay, also als erstes ändern wir hier Mathfloor. Das ändern wir hier auf 100 und hier auf 50. Damit können wir das nochmal beschleunigen. Ja, was kam dann noch? Was kann man eigentlich so lassen? Und jetzt kommt hier der eigentliche Hack, ne? Hier unten bei Intervall. Z-Intervall, das lassen wir alles so. Dann einfach hier die 1. Das ist das Schnellste. Ja, okay. Gut. Öffnen wir das Hacking und jetzt werden wir sehen, es läuft sehr schnell ab. Im Gegensatz zum Original wesentlich schneller, das sieht man bloß jetzt nicht. Weil dann müsste ich jetzt mal das Original wiederherstellen. Das kommt auf Download gut. Das Original wiederherstellen, das mache ich jetzt mal. Ich mache mal 100. Gut. Aktualisieren. Also so ist das Originale. Das ist jetzt bloß etwas dumm, weil ich das nur aktualisiert habe und da ist das schon wieder ja, aktiviert. Genau. Wir sehen, es ist wesentlich langsamer, als wenn wir hier nochmal auf 1 stellen. Gut, aktualisieren wir das Ganze mal schnell. Und man wird sehen, ja, es ist schon deutlich schneller. Also ja, und Premium Download, da muss man halt was bezahlen, ne? Aber glaube ich, braucht man nicht, wenn man diesen kleinen Hack anwendet. Man muss sich halt die Seite kurz runterladen, diese 20 Kilobyte. Und dann kann man da auch diese Zeit ganz schnell überbrücken. Das hat jetzt vielleicht noch 10, 20 Sekunden gedauert. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und als nächstes wird wahrscheinlich noch Rapid Share oder
uploaded.to oder sowas drankommen und vielleicht auch ein Add-on oder sowas. Und in dem Sinne, tschüss und ich hoffe, ich habe euch geholfen. Also ich habe noch eine kleine Anmerkung zu ganz allerletzt. Wem das immer noch zu langsam ist, dem gebe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar kopiert einfach hier die Funktion Timer komplett bis hier runter. Also so. Kopiert sie. Diese komplette Funktion habe ich jetzt mal gemacht. Das ist vor allem bei richtig langen Wartezeiten sinnvoll. Funktion Timer 2 muss man hier einfach umbenennen in Timer 2 zum Beispiel. Oder Timer 1, ist egal, halt ein anderer Name. Und dann hier unten, ja, das Ganze so lassen. Und dann hier unten nochmal diese Zeile hier oben kopieren. Mit 1. Bloß, dass wir hier nochmal den Timer 2 reinschreiben. Also das erste, das ist das Moment, filehosting.html. Ich schließe die nochmal komplett, die Sache. Moment, filehosting, das ist das normale. Also das, dass wir einmal mit einem Timer gehackt haben. Wie gesagt, das ganz original ist es ja ewig langsam dagegen. Das ist jetzt nur mit einem Timer. Na mach doch. Na komm. Was macht denn der? Hallo? Na geht doch. Also jetzt sieht man nochmal das, wie es mit dem einen Timer ist. Na komm, mach doch, ey. Ja, das ist jetzt wieder original. Ganz original. Dann öffnen wir mal das Hacking. Das ist deutlich schneller. Schauen Sie hier, da geht er sehr richtig ab. Der hier ist schon fertig, während der andere noch bei... Ah, das legt er auch los. Cool. Also das ist schon relativ sehr schnell, das mit den zwei Timern. Also das ist schon, man kann jetzt auch mit drei oder so machen, aber ist dann auch, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Naja, okay, ich hoffe, ich habe euch geholfen und tschüss.